Moin moin liebe Chromebook-Fans und herzlich willkommen zu einer neuen Folge So geht Chromebook. In meiner heutigen Folge möchte ich euch aufzeigen, wie einfach ihr eine Datei auf einem USB-Stick in Chrome OS speichern könnt. Und dafür stecken wir zunächst einmal einen USB-Stick in das Chromebook rein. Das könnt ihr jetzt natürlich nicht sehen, aber ihr könnt mir glauben, das mache ich gerade. Und Chrome OS hat direkt erkannt, dass ich hier ein externes Gerät eingesteckt habe. Jetzt kann ich das hier quasi in Dateien öffnen. So, und hier habe ich auch das USB-Drive mit den Systeminformationen und ich gehe jetzt einfach mal in meine Dateien und habe hier ein Bild, welches wir können das ja mal gemeinsam öffnen, das ist das Kanalbild von So geht Chromebook und das wollen wir doch jetzt einmal auf dem USB-Stick speichern und dann gehe ich hier einfach mit rechts drauf, klicke auf Kopieren, gehe auf den USB-Stick und füge das Ganze hier ein. So, hat er jetzt auch schon kopiert. Müssen wir hier wieder löschen. So, gebe ich hier wieder rein. Und ich kann das natürlich auch einfach ziehen. So, kopiert nach USB-Drive. Hat er auch hier rein kopiert. Und ja, so ist es relativ einfach möglich, auf einem Chromebook mit Chrome OS USB-Sticks einzustecken und Dateien hin und her zu schieben. Also wirklich alles andere als ein Hexenwerk. Ich hoffe, dass euch das Video gefallen hat. Vergesst übrigens nicht, wenn das hier alles fertig ist, immer natürlich den USB-Stick auszugeben, damit die Dateien auch gesichert sind und da nichts verloren geht. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir doch einen Daumen hoch da, abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke und ich sage Tschüss, bis zum nächsten Video.